Guten Morgen, Mädels. Achtung, aufstehen. Ivanovo, 250 Kilometer östlich von Moskau. Strafkolonie Nummer 7. Ein russisches Frauengefängnis. Als sie mich hergebracht haben, die Kleidung ausgegeben haben, das waren fürchterliche Eindrücke. Ich habe gesessen und geweint. Tränen wie Hagelkörner. Julia Volkova muss noch 7 Monate absitzen. Sie wurde wegen Drogenbesitzes zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. In Deutschland würde die Strafe in einem vergleichbaren Fall milder ausfallen, mit etwas Glück sogar nur auf Bewährung. Es ist halt passiert, dass ich in eine blöde Sache hineingeraten bin. Und dann haben sie mich für 2,5 Jahre hierher gebracht. Ich habe eine Familie, meinen Sohn, Schwestern, Verwandte, eine Mutter, einen Vater, die mich lieben, auf mich warten. Es gibt einen Ort, an den ich zurückkehren kann, wo ich wieder anfangen kann, mein Leben zu leben. Ich bin schon 33, wahrscheinlich bleibt mir nicht mehr so viel, aber ich möchte leben. Harte Strafen haben in Russland Tradition, von den Zaren über Stalin bis Putin. Deshalb sitzen in Russland so viele Menschen im Gefängnis wie kaum irgendwo. Russland belegt bei den Gefangenenzahlen im weltweiten Vergleich Platz 2, gleich hinter den USA. Antreten am frühen Morgen zum Durchzählen. Volkova, Jevstratova. Fast eine Dreiviertelmillion Menschen leben im Knast. Das ist jeder 200. Russe. In der Strafkolonie Nummer 7 in Ivanovo leben rund 800 Gefangene. Von der kleinen Dealerin bis zur mehrfachen Mörderin. Einige politische sind auch dabei. In der Regel teilen sich knapp 100 Frauen einen Schlafsaal. Ich möchte nicht, dass mein Sohn das hier mit seinen Kinderaugen sieht. Kinder merken sich alles. Sie verstehen. Deshalb möchte ich nicht, dass er sieht, wie seine Mutter hier festgehalten wird. Hier ist er noch klein. Ich habe gehört, er sei sehr stark gewachsen. Er ist jetzt in die 3. Klasse gekommen. Als ich festgenommen wurde, war er gerade in der 1. und jetzt schon in der 3. Kalt. Für Julia ist es bereits der 2. Winter hinter Gittern. Es ist schwer hier. Wissen Sie, wie ein Tag im Gefängnis abläuft? Jeder Tag ist gleich. Du stehst auf, gehst, setzt dich hin, isst, stehst auf. Aber ich gehöre zu den Menschen, denen schnell alles langweilig wird. Wahrscheinlich bin ich eine Abenteurerin. Strafgefangene müssen in Russland ihre Kost und Logis abarbeiten. In der Besserungskolonie Nummer 7 nähen die Frauen Uniformen für die russische Armee und die Polizei. 2 Schichten jeden Tag, von 6 bis 14 und von 14 bis 20 Uhr. Rund 150 Frauen arbeiten in der Halle. Meist müssen sie Doppelschichten ableisten. Jede Näherin hat ihr Pensum, das sie am Tag schaffen muss. Dafür bekommen sie zwischen 1.000 und 2.000 Rubel im Monat. Das sind 25 bis 50 Euro. Hier ist alles richtig. Sehen Sie? In solche Uniformen steckt unser Staat seine Polizisten. Julia kontrolliert die Qualität der Jacken und Hosen. 120 Uniformen gehen am Tag durch ihre Hände. Sie hat das Glück, in der Lagerhierarchie recht weit oben zu stehen und nicht nähen zu müssen. Oh, was haben Sie denn hier für einen schrecklichen Kragen genäht? Das ist Ausschussware. Das schreibe ich hier drauf. Wenn zu viel Ausschuss produziert wird, verschärft die Gefängnisleitung ihren Umgang mit den Gefangenen. Die Regeln sind streng. Die Gefangenen haben einen festen Tagesablauf. Danach leben sie. Danach stehen sie auf, machen Gymnastik, gehen in die Kantine, haben Freizeit. Die Gefangenen verstehen schnell, dass sie es leichter haben, wenn sie sich an diesen Plan halten, den ihnen die Gefängnisverwaltung vorgibt. Der Mensch lernt, sich zu organisieren. Er versteht, dass es Dinge gibt, die er darf und andere, die er nicht darf. Er versteht das Wort Nein.
oder beginnt zumindest es zu verstehen. Wenn sie in Freiheit alles durften und dieses alles dürfen sie hierher gebracht hat, dann lernen sie hier, dass es eine Messlatte für alles gibt. Das darf man und das darf man nicht. Julia hat die Frühschicht hinter sich. Endlich Pause. Hier hinter den Mauern gibt es einen Ort, an den sie sich zurückzieht, wenn es ihr besonders schlecht geht. Das Kulturhaus. Seit den 20er Jahren gibt es eine offizielle Gefängniskultur. Theater, Musik, Tanz. Alles staatstragend, versteht sich. Die Musik, sagt Julia, mache sie frei. Seit ihrer Kindheit singt sie. Deshalb kommt sie so oft wie möglich hierher. Es ist ihre kleine Flucht in die Freiheit. Und sie bereitet sich vor auf ein großes Ziel. Ihr großes Ziel, einmal mitmachen beim Festival Kalina Krasnaya. Zu Deutsch Roter Holunder. So etwas wie Russland sucht den Superknacki. Die Show wird im Fernsehen gezeigt, Gefängnisromantik für die Massen. Ein Auftritt hier könnte berühmt machen, vom Knast ins Showbiz. Das Skurrilste, einigen Teilnehmern winkt sogar ein Ticket in die Freiheit. Auch Julia will mit ihrem Lied dabei sein. Ich träume davon. Manchmal liegst du abends da, träumst, denkst, vielleicht klappt es ja. Ich möchte mich dem widmen. Ich habe die Kraft und die Möglichkeit dazu. Aber ich bin natürlich nicht die Einzige. Die Gefängnisleitung hat entschieden. Julia darf sich beim Festival Kalina Krasnaya bewerben. Von allen 800 gefangenen Frauen in Ivanovo ist sie die einzige. Aus allen russischen Gefängnissen kommen am Ende rund 20 Teilnehmer ins Finale. Sie alle wollen raus aus dem russischen Knast. Denn der inoffizielle Hauptpreis ist die vorzeitige Haftentlassung. Der landesweit bekannte Gefängniswettbewerb ist auch für die Lagerleitung von Ivanovo eine Chance. Deshalb hilft sie mit, zum Beispiel beim Bewerbungsvideo. Sollte eine ihrer Insassinnen Karriere machen, verspricht das ein positives Image in der russischen Öffentlichkeit. Julias Video geht nach Moskau. Eine Auswahlkommission bewertet die Lieder, die aus allen Gefängnissen Russlands eingereicht wurden. Lieder, die schräg, Texte, die kritisch sind, haben dabei keine Chance. Julias Song ist bei der Jury gut angekommen. Julia könnte sich einen Traum erfüllen, berühmt sein und gleichzeitig frei sein. Noch wird sie auf Schritt und Tritt überwacht, erst recht in Begleitung eines westlichen Kamerateams. Von 1000 Bewerbern unter die Besten zu kommen, das halte ich für ein gewisses Resultat, selbst unter Gefangenen. Ich bin zufrieden, dass ich das kann und ein bisschen schockiert. Für Julia geht die Reise nach St. Petersburg, dieses Jahr der Austragungsort des Wettbewerbs. Ihr Weg führt sie mit gefangenen Transportern in Etappen von Gefängnis zu Gefängnis. So wird sie insgesamt mehrere Wochen unterwegs sein.
Sankt Petersburg ist nicht nur der Austragungsort des Festivals Kalina Krasnaya, sondern auch Standort von 4 Strafkolonien und 5 Untersuchungsgefängnissen. Eines davon sind die Kresti, ein Knastkomplex mit Tradition. Vor der Oktoberrevolution sperrte man hier die Kommunisten ein, nach der Revolution die Minister des Zaren. Boris Panteleyev kennt die Gebäude gut, denn er arbeitet für die Menschenrechtsorganisation Komitee für Bürgerrechte. Er informiert Gefangene und ihre Angehörigen über ihre Rechte. Wenn Sie irgendwelche Beschwerden über die Haftbedingungen haben, kann ich sie jetzt aufnehmen. Einige Mitarbeiter des Systems halten uns für Feinde, obwohl wir denken, dass wir keine Feinde sind, sondern gemeinsam an etwas arbeiten. Boris Panteleyev besucht regelmäßig auch Gefängnisse, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Immer wieder bringt er prügelnde Wachmänner und korrupte Beamte in Bedrängnis. In der Paketannahmestelle des Untersuchungsgefängnisses verteilt er heute Informationszettel für die Angehörigen oder berät sie bei ihren Problemen. Worin besteht das Problem? Der Arzt, der die Medikamente erlaubt, hat nur 2-mal in der Woche Sprechstunde, und zwar nur wochentags. Naja, nur 1-mal mittwochs. Arbeitet nur. 1 Stunde. Langsam. Schreiben wir, arbeitet nur mittwochs. Zähne werden nicht behandelt, sondern nur gezogen. Das ist ein Problem in allen Gefängnissen. Aber wenn Sie es sagen, schreiben wir es auf. Zähne werden nicht behandelt, sondern gleich gezogen. Ihren Namen wollen die beiden Frauen Panteleyev nicht verraten. Sie haben Angst vor Repressalien gegen ihre Angehörigen, die im Knast sitzen. Denn man hört immer wieder in Russland, dass Querulanten im Gefängnis noch härter behandelt werden als die übrigen Häftlinge. Es ist unsere Aufgabe, für deren Sicherheit zu sorgen, verstehen Sie? Wenn wir Namen nennen, schreiben wir in jedem Brief an die Gefängnisleitung, wir bitten Sie persönlich, für die Sicherheit des Insassen zu sorgen und kontrollieren dann, dass der Gefangene für die Kritik nicht gemobbt wird. Hören Sie mit dem Filmen auf. Warum? Wo ist Ihre Genehmigung? Das hier ist kein Sicherheitsobjekt. Die Wachen werfen Panteleyev aus dem Besuchsraum. Das System ist immer noch verschlossen. Es wehrt sich gegen Transparenz. Meiner festen Überzeugung nach, weil es etwas zu verbergen gibt. Das Stadtparlament. Panteleyevs Büro. Hier sponsert ihn ein Abgeordneter der Regierungspartei. Der Politiker kann so immer darauf verweisen, dass er etwas gegen Menschenrechtsverletzungen tut. Im Vorzimmer des Abgeordneten darf Panteleyev einen Schreibtisch nutzen. Seit Putin Stimmung macht gegen ausländische Agenten, muss Panteleyevs Organisation auf die Unterstützung internationaler Stiftungen verzichten und sich aus russischen Töpfen finanzieren. Da ist der Schreibtisch so dicht an der Macht willkommen. Wir haben das Glück, dass es im Stadtparlament Abgeordnete gibt, die uns unterstützen. Einen Konflikt sieht er darin nicht. Schließlich kümmert auch er sich um die Einhaltung der Gesetze, nur im Gefängnis und nicht außerhalb. Und immer wieder gelingt es ihm, das, was im Verborgenen passiert, öffentlich zu machen. Hier sieht man, wie sie ihn schlagen. Wachleute misshandeln einen Gefangenen. Man sieht, dass er nicht versucht, jemanden anzugreifen. Sie schlagen ihn einfach so, vielleicht weil ihnen sein Gesicht nicht gefällt. Leider kommen solche Fälle oft vor. Und es gibt Regionen, wo sie besonders häufig sind. In den Gebieten Saratow, Chelyabinsk, in Mordowien, Nizhny Novgorod. Seine Organisation hat in Sankt Petersburg 7 Mitglieder. Bei 10.000 Gefangenen in der Stadt. Das moderne Gulag-System ist auf 1 ausgerichtet: den Gefangenen zu maximalem Gehorsam zu bringen. Für dieses Ziel erscheint den Mitarbeitern, den meisten von ihnen, jedes Mittel recht. Dafür kann man Gefangene schlagen, in Einzelhaft weichkochen, man kann ihm Besuche verweigern und so weiter. Alles nur, damit er nicht widerspricht.
Inzwischen ist Julia in St. Petersburg angekommen. Die Frauen unter den Teilnehmern sind in einem Untersuchungsgefängnis untergebracht. Hier probt Julia zusammen mit ihren Konkurrentinnen. Das hier ist unsere Küche. Das sind Bedingungen hier. Nur deshalb lohnt es sich schon, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Um hierher zu kommen und sich in einer normalen, gemütlichen Umgebung aufzuhalten. Auch hier mag das Wachpersonal Kameras nur bedingt. Ungewohnter Komfort auch in den Zellen. Nur zwei Frauen in einem Raum. Besonderer Luxus, ein Fernseher mit DVD-Rekorder. Zur Einstimmung auf den Wettbewerb schauen sich die Frauen nochmal das Finale vom letzten Jahr an. Vier Häftlinge wurden an jenem Abend vorzeitig freigelassen. Davon träumen sie alle. Ein System, das die Showbühne nutzt, um sich großzügig zu zeigen. Das Millionen von Zuschauern vorgaukelt, dass der russische Knast Menschen umerzieht. Vom Straftäter zum Bühnenstar. Julia hat 2,5 Jahre wegen Drogenbesitzes bekommen. 2 davon hat sie bereits abgesessen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb kann sie die letzten 6 Monate ihrer Strafe erlassen bekommen. Pünktlich zum Konzert. Die Entscheidung darüber wird ein Gericht fällen, kurz vor ihrem großen Auftritt. So etwas gibt es nur einmal im Jahr. Für manche nur einmal im Leben und für andere gar nicht. Wenn ihr euch jetzt so fertig macht, wie wollt ihr da am 26. auf der Bühne stehen? Ihr verausgabt euch. Ihr lauft jetzt schon rum wie Roboter. Am Tag des Konzerts fährt früh am Morgen ein Zug aus Kaluga ein, Julias Heimatstadt. Vitali, ihr Ehemann, Piotr, der Mann ihrer Schwester Nastja, und Nastja selbst sind für Julias großen Auftritt extra aus Kaluga angereist. 700 Kilometer mit dem Nachtzug. Bis zum Konzert sind noch 9 Stunden Zeit. Die Hälfte seines Lebens hat Vitali, Julias Mann, selbst im Gefängnis verbracht. Insgesamt 18 Jahre. Warum er immer wieder eingesperrt wurde, will er nicht verraten. Ich habe eine Zeit lang in Kaluga gesessen. Julia habe ich übers Telefon kennengelernt, auf Vermittlung einer Freundin. Ich hatte noch 3 Jahre, da hat Julia mich geheiratet. Jetzt besuche ich sie im Gefängnis. Früher hat Julia mich besucht. Wenn sie rauskommt, werden wir endlich zusammenleben. Als ich hergefahren bin, habe ich Julias Sohn Maxim und meine Tochter gefragt, was ich ihnen aus Petersburg mitbringen soll. Und beide haben im Chor geantwortet, bring uns Julia mit. Wir haben Maxim am Anfang gesagt, deine Mutter ist im Krankenhaus. Aber er hat doch alles herausgefunden. Ich denke, er hat es durch das Video mitbekommen. Als er das gesehen hat, hat er geweint. Dann kam er und hat gesagt, jetzt weiß ich, wo Mama ist. Bis zum Konzert sind es immer noch über 7 Stunden. Nastja, Piotr und Vitali sind zum ersten Mal in St. Petersburg, der alten Zarenhauptstadt, die einst von den bedeutendsten Baumeistern Europas gebaut wurde. Russlands Fenster zum Westen. Lächeln. Давай.
Inzwischen hat Julia die Entscheidung des Gerichts über ihren Antrag auf vorzeitige Entlassung bekommen. Sie haben mich nicht freigelassen. Dabei hatte ich positive Bewertungen. Ich bin enttäuscht. Man tut alles dafür, dass man vorzeitig entlassen wird, und dann das. Na gut, kleinere Regelverletzungen kommen mal vor. Ich habe einmal einen Tadel erhalten, weil ich das Disziplinarregime verletzt habe. Ich bin zu spät zum Mittagessen gekommen. Was ihr bleibt, ist der große Auftritt vor Millionen von Fernsehzuschauern. Der Konzertsaal am finnischen Bahnhof ist an diesem Tag der wohl bestgesicherte Veranstaltungsort Russlands. Nur ausgewähltes Publikum und Angehörige. Wir begrüßen Sie auf dem Abschlusskonzert des 9. russlandweiten Liederwettbewerbs für Häftlinge. Kalina Krasnaya. Jeder Teilnehmer wird mit einem kurzen Video vorgestellt. In meinem Leben gibt es zwei Menschen, die ich besonders liebe und denen ich besonders dankbar bin dafür, dass sie auf mich warten, dass sie mich lieben. Dass sie sich um mich sorgen und dass sie mich unterstützen in jeder Hinsicht. Dankeschön. Julia Volkova. Natürlich möchte ich allen persönliches Glück wünschen und Liebe. Übrigens gibt es in Julias Leben diese Liebe, ihr Mann Vitali. Auf besondere Erlaubnis der Föderalen Justizvollzugsbehörde Russlands darf er auf die Bühne kommen und seine geliebte Ehefrau beglückwünschen zu ihrem Auftritt bei Kalina Krasnaya. Ich liebe dich, danke. Danke. Dann werden die Entlassungen bekannt gegeben. Saidov Mars Fanusevich. Jetzt bin ich in einem Zustand, als ob man mich völlig leer gepumpt hätte. Ich kann jetzt gar nichts mehr sagen. Julia fährt zurück nach Ivanovo. Wieder in Etappen über Dutzende andere Gefängnisse. Zurück zur Zwangsarbeit, dem quälenden Gleichlauf der Tage, der stumpfen Disziplin und der Willkür des Wachpersonals. Moskau. Eine Zeitung, die immer wieder Skandale im Justizapparat aufdeckt, ist die Novaya Gazeta. Einst Sprachrohr der Perestroika, heute wichtigste Oppositionszeitung. Einige Journalisten wie Anna Politkovskaya mussten ihre Mitarbeit mit dem Leben bezahlen. Redaktionskonferenz. Irek Murtasin schreibt nicht nur über die Zustände in den Gefängnissen. Er war selbst dort. Inhaftiert, weil er ein Buch über einen korrupten Provinzgouverneur geschrieben hat, Mintimer Shaimiev, der ehemalige Präsident von Tatarstan. Das Gericht verurteilte ihn wegen Verleumdung und Aufhetzung gegen nationale Minderheiten. Dabei ist Murtasin selbst Tatare. Единственное,
Die einzige Kategorie von Gefangenen, die im Straflager nicht kaputt gehen, die sich nicht verändern, das sind die sogenannten Politischen. Die führen ihren Kampf weiter, an die erinnert man sich draußen. Das gibt ihnen Kraft, sich zu halten, ihr Inneres zu schützen und als der Gleiche zurückzukommen, als der sie in Haft gegangen sind. Aber die meisten werden keine besseren Menschen. Das Gefängnis bessert den Menschen nicht. Und ehrlich gesagt, irgendwelche Liederwettbewerbe, das ist Sand in die Augen. Seit seiner Entlassung schreibt Murtasin bei der Novaja Gazeta über die Justiz, über Gefängnisse, über korrupte Polizisten und fingierte Anklagen, kurz über das typisch russische System aus Korruption und staatlicher Repression. Die einzige Angst, die es erlaubt, Russland zu regieren, ist die Angst der Bürger, im Gefängnis zu landen. Und mein Eindruck ist, dass je schlimmer es in den Gefängnissen zugeht, je mehr Geschichten über die Brutalität in den Straflagern nach außen dringen, desto besser für die Regierung. Abteilung 9, vorwärts! Julia ist inzwischen wieder mitten in ihrem Gefängnisalltag angekommen. Zu essen gibt es dreimal am Tag. So gut wie nie Fleisch, dafür wässrigen Haferbrei, Kartoffeln, dünne Suppen. Für das Mittagessen haben Julia und ihre Kolleginnen genau 20 Minuten Zeit. Danach muss die Kantine frei sein für die nächste Schicht. Nach dem Essen machen sich die Gefangenen fertig für die nächste Arbeitsschicht. Das Schneeräumen hasst Julia am meisten. Zusätzlich zur Arbeit in der Näherei müssen die Gefangenen einmal in der Woche sogenannte gemeinnützige Arbeit leisten, wie Schneeräumen. Auch wenn nur wenig Schnee gefallen ist, müssen die Häftlinge die Wege blitzblank bekommen. An der eintönigen Arbeit führt kein Weg vorbei. Denn wer kein Engagement auch bei diesen Aufgaben zeigt, bekommt Schwierigkeiten, verliert Vergünstigungen und vor allem die Chance auf vorzeitige Haftentlassung. Ivanovo ist Russlands Zentrum der Textilindustrie. Die Besserungskolonie, in der Julia einsitzt, wurde unter Stalin gegründet und produziert seitdem Uniformen für Russlands weit verzweigten Sicherheitsapparat. Für die Armee, die Polizei, Spezialkräfte und sogar für die Wachleute im Gefängnis. Wenn ich rauskomme, wie viel hast du dann noch? Ja, ungefähr so 4 Monate. Ich hoffe, dass ich Anfang August rauskomme. Wie ist es denn bei dir? Wirst du bei deinen Eltern wohnen? Das weiß ich noch nicht. Nastja hat zu mir gesagt, ich kann erst mal bei ihr wohnen. Meine Eltern bekommen demnächst eine Zwei-Zimmer-Wohnung, dort an der Snamenskaya, wo wir früher gewohnt haben. Aber ich weiß noch nicht. Vielleicht gehe ich mit meinem Mann Vitali nach Krasnojarsk. Einzige Fluchtmöglichkeit nach wie vor: das Kulturhaus mit seinem Keyboard. Nach Julias Auftritt im Fernsehen bei Kalina Krasnaya will auch ihre Mitgefangene Marina ihr Glück versuchen. Julia probt mit ihr gemeinsam. Marina muss 5 Jahre wegen Drogenhandels absitzen. 1 Jahr hat sie schon. Zu wenig für eine vorzeitige Entlassung. Sie singt nur für den Ruhm. Meine Schwester ist neulich zu Besuch gewesen. Sie hat mir erzählt, dass die Nachbarn... Ich war ja immer das böse Mädchen. Und jetzt hat mir Nastja erzählt, dass sie alle nach der Sendung... Kalina Krasnaya, okay. Dass alle Nachbarn plötzlich finden, die Julia, die hat aber was aus sich gemacht. Du hast zu Hause gesessen und mit deinem Vater Nägel in die Wand geschlagen oder deiner Mutter beim Suppekochen geholfen. Aber Julia, schau, was aus der geworden ist. Ich musste lachen, immer wurde ich als schlechtes Beispiel hingestellt und jetzt bin ich eine Gute geworden, wenn das mal kein Erfolg ist. Ach Julia, du bist so ein talentiertes Mädchen, du musst einfach weitermachen. Vielleicht sehen wir uns ja bei Kalina Krasnaya wieder.
Julia will noch einmal am Wettbewerb Kalina Krasnaja teilnehmen. Solange sie im Knast sitzt, darf sie sich erneut bewerben. Vielleicht gelingt ihr ja der große Durchbruch. Eine Musikkarriere nach dem Gefängnis. Für diesen Traum hat sie ein neues Lied geschrieben. Vielleicht, sagt sie, ist das Gefängnis ja wenigstens dafür gut. Obwohl Filmteams hier nur das zu sehen bekommen, was die Gefängnisleitung zeigen will, ist die Fassade brüchig. Dahinter Frauen zusammengepfercht in kleinen, kargen Räumen, kaputte Heizungen, veraltete Elektronik, morsche Böden. Vielleicht schaffe ich es ja wieder. Es gibt zumindest die Variante, dass ich auch 2013 wieder dabei bin beim Konzert. Das wird dann das Jubiläumskonzert, da würde ich wahnsinnig gerne hin. Dann komme ich von zu Hause als freier Mensch. März 2013. Die Gefängnisleitung bereitet Julias Entlassungspapiere vor. Eine direkte Prognose gibt sie nicht ab. Und doch ist sich die stellvertretende Direktorin sicher. Es gibt keine ehemaligen Drogenabhängigen. Ich glaube nicht, dass sie sich gebessert hat. Julias letzter Tag im russischen Frauengefängnis. Ich bin in einem seltsamen Zustand. Ich habe sogar ein wenig Angst. Freikommen ist wie das erste Mal, stimmt's? Ja, wie das erste Mal. Der letzte Weg über den Gefängnishof. Mit dem Pass bekommt sie ihre Bürgerrechte zurück. Die letzte Tür. Komm schnell zu mir, meine Kleine. Julia und Vitali. Das erste Mal gemeinsam in Freiheit. Doch sie haben nur einen Tag zusammen. Dann muss er wieder auf Montage und sie fährt nach Hause. Nach Kaluga. 200 Kilometer von Moskau, 300.000 Einwohner. Eine Industriestadt, in der zuletzt Werke von VW, Volvo und Renault aufgemacht haben. Julias Weg nach Hause, zu ihrer Familie. Hast du auf mich gewartet? Er ist so groß geworden. Bald ist er größer als ich. Mama, ich gehe dir nur bis hier. Nastja, kommt, Tee trinken. Zu viert teilen sie sich jetzt die Einzimmerwohnung. Julia, ihr Sohn Maxim, Nastja und ihre Tochter Lisa. Nastjas Mann Piotr ist auf Montage und nur am Wochenende daheim. Ich habe Arbeit gefunden. Ich werde als Verkäuferin arbeiten. Merchandiser. Wisst ihr, was das für ein Beruf ist? Das sind die Leute, die im Supermarkt die Regale einräumen. So ist es. Ich habe mir gedacht, wo finde ich als Vorbestrafte schon Arbeit? Aber dort haben sie mich genommen.
И ты один, и одна, ты пригубил, а я до дна бокал разлуки. Я встречу нашу тороплю, лишь об одном тебя молю. Ты жди меня, и я пройду все, ну, эти муки. Хочу пожить. Ich möchte leben. Ich habe genug vom Knast und vom Unsinn machen. Ich will jetzt erstmal zu mir kommen. Erledigen, was ich hier erledigen muss und dann... Nein, wahrscheinlich bleibe ich nicht hier. Ich möchte irgendwo hin, wo ich mehr Perspektiven habe. Das Leben in Freiheit bedeutet für sie allerdings jetzt erst einmal, Regale einzuräumen. Von morgens bis abends. Für einen Lohn, der gerade zum Leben reicht. Ein halbes Jahr später. Barnaul, Sibirien, 5000 Kilometer östlich von Julias Heimatstadt. Im 18. Jahrhundert gegründet als Verbannungsort für politische Gefangene. In diesem Jahr wird der Wettbewerb Kalina Krasnaya hier stattfinden. Julia hat es wieder ins Finale geschafft. Ebenso wie ihre Freundin Marina aus der Haftzeit. Marina Georgice. Proben sind in vollem Gange. Julias Zug kommt an. Doch Julia steigt nicht aus. Ich habe vor 2 Tagen mit Julia gesprochen. Sie hat gesagt, dass sie eine Fahrkarte gekauft hat und dann ankommt. Was danach passiert ist, ist unklar. Niemand weiß, wo sie ist. Sie geht nicht ans Handy. Ich denke, sie wird ernste Gründe haben, vielleicht etwas mit der Gesundheit. Sie geht wahrscheinlich nicht ans Telefon, weil sie sich schämt, dass sie so viele Leute versetzt hat. Sie ist ein gutes Mädchen, eine Künstlerin. Julia, ich habe erwartet, Sie hier zu treffen. Wir alle haben Sie hier erwartet. Ich kenne den Grund nicht dafür, dass sie nicht hier ist. Wahrscheinlich ist sie einfach krank geworden und konnte nicht kommen. Was ist aus Julias Traum geworden? Ihre Heimatstadt Kaluga. Julia bleibt auch hier verschwunden. Ihr Handy hat sie abgeschaltet. Auf das Klingeln an der Haustüre ihrer Schwester reagiert niemand. Im Supermarkt ist Julia auch nicht mehr. Der Marktleiter will keine Auskunft geben, wo Julia ist und warum sie nicht mehr hier arbeitet. Ist Julia wieder drogenabhängig? Eine staatliche Drogenberatungsstelle. Auskünfte über Patienten darf der stellvertretende Chefarzt Alexei Andrijewski nicht geben. Im Gefängnis sind Drogenabhängige auf Zwangsentzug. Und wenn sie dann rauskommen, dann wird ihnen wieder Stoff angeboten. Da ist die Versuchung, wieder zu den Drogen zurückzukehren, natürlich groß. Heroinabhängige gibt es in Kaluga. Die Szene ist unsichtbar. Alles spielt sich im Verborgenen ab. Schließlich meldet sich Julia doch noch.
Musik mache ich keine mehr. Ich habe keine Zeit, muss viel arbeiten jeden Tag. Jetzt arbeite ich in einer Näherei. Wenn ich gefahren wäre, hätte es sein können, dass ich zurückkomme und sie mich gefeuert hätten. Ich arbeite noch nicht lange dort und habe noch keinen Urlaub, keinen Freizeitausgleich. Und auch meine finanzielle Situation, eben mal so nach Barnaul fliegen, das wäre für mich ein ziemlicher finanzieller Aufwand. Ich wäre natürlich gerne gefahren. Also, naja, meine Stimmung ändert sich auch stark. Einen Tag willst du fahren, dann denkst du, wozu eigentlich? Dann wieder, vielleicht fahre ich doch. An Drogen denke ich gar nicht mehr. Ich habe auch gar keine Zeit dazu. Ich will das nicht mehr. Wozu? Um wieder dorthin zurückzuwandern? Das interessiert mich nicht. Nein. Nein. Julias Traum ist in weite Ferne gerückt. Ihr Auftritt, für sie nur noch eine Erinnerung. Für das System bleibt der Moment der Selbstdarstellung. Nun ist sie auf sich gestellt, wie die meisten Gefangenen. Denn Hilfe zur Resozialisierung bekommen Sträflinge in Russland so gut wie nicht. Die Rückfallquoten sind entsprechend. Jedes zweite Verbrechen wird von Vorbestraften begangen.